so. Mal jetzt kurz gucken, was wir jetzt irgendwo machen müssen. Ich würde sagen, wir gehen einmal rüber und looten noch das Raumschiff weiter. Zwischenstopp in der Luftkabine. So, da sind wir schon wieder voll. Wir müssen schon wieder einmal zurück. Der Weg ist schon echt nervig weit, ne? Jedes Mal hin und her rennen.
Das sind so geile Blueprints, tatsächlich. Geschaltet. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob der was. Also, ich weiß, es gibt später noch geilere Extraktoren, die dann spezielle Sachen rausziehen aus dem Boden. Das ist jetzt halt die Frage. Ob der jetzt schon so geil ist. Glaube ich, erstmal die nächste Stufe ist irgendwie, dass er seltene Erze raus oder seltene Rohstoffe rauszieht. Und dann gibt es, glaube ich, die nächste Stufe ist dann der, den man programmieren kann, wo man sagen kann: Okay, ich will das und das haben. Hier könnte man dann später irgendwas einsetzen. Ich kann aber nicht mehr genau sagen, was dann passiert. Jetzt aber viel Stoff mitgekriegt. Ich glaube, das war's dann schon hier in dem Raumschiff. So, wie sieht denn jetzt eigentlich die Gletscherwand aus? Schon weiter geschmolzen.
So, dann gucken wir mal, was da oben in der Höhle ist. Bevor wir was Spannendes finden. Okay, hier scheint schon wieder Schluss zu sein. Schmilzt bei 5. Okay, um weiter in die Höhle zu kommen, müssen wir noch ein bisschen warten. Okay, Inventar ist voll. Ich
muss da ein bisschen drauf achten, sobald das hier anfängt, sich Wasser zu bilden, müssen wir hier dann halt ganz schnell anfangen, alles noch leer zu looten. Weil es dann später extrem schwierig wird. Eisen und Titan für eine weitere Luftstation sammeln. Und dann gucken wir mal nach dem nächsten Raumschiff. Das reicht. So. Hier nehme ich mal da hinten zu dem abgestürzten Raumschiff. Kiste. Titan.
weiß gar nicht, ob bei den Trümmern irgendwas immer war. Dass das Ding endlich mehr oder weniger in der Luft steht. So, jetzt sind wir einmal rum. Jetzt kann ich mal von hier aus rein. Ich glaube ja. Einmal Luft holen und dann gucken wir nochmal rein kurz. Viel geht ja nicht, weil wir schon wieder durch die eine Kiste wieder viel Loot aufgehoben haben. Okay, weiter brauchen wir, glaube ich, aber hier drin erstmal nicht gucken, weil wir wirklich voll sind. Also das Inventar ist wirklich schwierig. Ich weiß nicht, war das damals auch schon so schwierig? Ist doch doof, dass das nicht stackt oder so, ne?
finden, wenn wir zurück sind. Im Prinzip viel mehr Schränke, ne? Problem ist halt, dass wir aktuell nicht die nötigen Bauen haben, damit ich so bauen kann, wie ich möchte. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Vorne nicht, ne? Das ist halt leider so. So, wir gehen jetzt mal an ein Raumschiff.
Mal gucken, vielleicht finden wir ja noch was Cooles in dem Raumschiff. Es gab auch so eine große Wohnkuppel tatsächlich. Das sind dann so vier normale Kuppeln in einem gewesen. Und ich hatte dann halt nicht so viele Zwischenwände gehabt. Das war eigentlich ganz cool. Hier geht's dann nur noch nach oben. Ich würde da tatsächlich erstmal die Ebene hier unten absuchen. Ich muss da, glaube ich, auch erstmal raus mit der Sauerstoff tanken. Gehen wir hier mal in die andere Richtung. Bauen den gleich hier nochmal ab. Setzen es direkt als Raumschiff zum Eingang. So. Warum hier nicht immer hin und her rennen? So. Und auf geht's wieder rein. Okay, jetzt tatsächlich nur nach oben. Wieder runtergefallen oder was? Okay, hier waren gute Sachen mit bei. Yeah.
Okay, wir müssen hier raus. Weil wir keine Luft mehr haben. So. Und voll sind wir ja eh. Vom Inventar her. Geht's jetzt wieder zurück? Und dann gehen wir wieder zurück zum Raumschiff. Pendeln wir jetzt so lange hin und her, bis wir das zusammen haben. Ich glaube, wir haben jetzt die Sachen für den größeren Rucksack, haben wir schon. Und der Glaussamen. Ja, whatever. So, was brauchen wir denn jetzt alles für den größeren Rucksack? Einmal Titan noch. Ich glaube, gerade Rucksack ist gerade das so ein bisschen das, was wir am dringendsten brauchen. Mehr Platz immer, ne? Thank you.
jetzt natürlich immer ein ganz schönes hin und her gelatsche. Ja, für den Loot. Aber das sind ja gerade auch die Dinge, die wir halt auch brauchen. Jetzt hier alles? Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Okay, hier hatten wir alles. So, das war jetzt ganz oben, glaube ich, ne? Okay, das war wieder unten. Wie sind wir denn gerade irgendwo hingekommen? Wir waren doch immer auf einer ganz anderen Ebene. Oder nicht? Nicht ganz. Aber so wurscht. Da war irgendwie noch ein Haufen Eisen in der einen Kiste. So, keine Ahnung, wie wir da hingekommen sind gerade. Das weiß ich nicht. So, dass wir hier alles hatten. Sind hier schon wieder die Samen nachgespawnt? Okay. Nochmal brauchen wir davon eigentlich wahrscheinlich nicht. Okay, hier ist auch noch ein Reaktor. Erst diese Stäbe dafür, diese speziellen. Können wir aber jetzt, glaube ich, noch nicht herstellen zum jetzigen Zeitpunkt. Hier geht es, glaube ich, raus wieder. So, wir gucken gleich nochmal ganz kurz an die andere Leiter. Luft geholt haben, weil irgendwo muss es ja da quasi. Und wir müssen ja da zu einem anderen Ding gekommen sein. Irgendwas haben wir da gerade übersehen. So, das ist jetzt hier die eine Leiter. Wie ist denn das? Kann, ich glaube, in dem Spiel führen die Leiter nur nach unten, also immer nur in eine Richtung, oder? Aber wie sind wir denn gerade zu dem anderen
Traum gekommen. Das ist ja das, was ich gerade nicht schnalle. Ich war ja gerade noch in einem anderen Raum. Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Da hat mir die ganzen Samen und alles da gelassen und auch eine ganze Kiste voll Eisen war da ja noch. Was ist wie das? Was ich da tatsächlich ein bisschen schade finde, ist so ein riesen Raumschiff und dann relativ wenig in Anführungszeichen Loot, ne? Da haben wir in den anderen Schiffen teilweise mehr gefunden. So, wir müssen jetzt überlegen, wie wir jetzt weitermachen. Wir können gleich mal gucken, was wir jetzt alles bauen können. Ich denke mal, das größte Problem wird immer noch Alu sein, tatsächlich. Kobalt mitnehmen. Da haben wir noch ein bisschen Platz in den Schränken dafür. So, sind wir schon wieder zurück. Naja, ein bisschen Alu haben wir jetzt schon. Was haben wir denn hier in dem Chip? Taschenlampe T2. Okay, okay. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir brauchen einen... So ist Taschenlampe T2 gut. Hat einen größeren Radius? Für bessere Beleuchtung. Schwefel, Magnesium. Dings ist ein bisschen schade drum. Und Alu tatsächlich. Mal gucken. So, jetzt abbauen. T3 haben wir. Das ist das, was wir haben können. So, Kompass braucht 2. Brauchen wir 4 Stück. 4 Stück. 2, 3, 4. Jetzt haben wir Magnesium. Noch. Zweimal
Silizium. So, dann können wir jetzt nämlich uns einmal einen reinpacken. Zwar sehen, wo wir hin müssen. Und wir können uns jetzt hier den Bildschirm bauen. Okay, da müssen wir erstmal GPS-Dinger, Rakete in die Atmosphäre jagen. So, dann gucken wir mal nach da hinten lang, ob wir das schon durch den Gletscher kommen. Noch einmal eine Runde. Was ist das für eine Luftkammer? So, einmal Eisen noch. Kiste schon hier dran? Ich weiß gar nicht. Gucken wir mal. Möglich. So. Jetzt haben wir hier mehr Iridium. Ich muss noch ausnehmen. Moin Robi, ich grüße dich. So, okay, hier muss auch noch eine Menge Temperatur ansteigen, damit der
Eisklumpen hier schmilzt. Ein bisschen Schwefel haben wir ja auch noch. So ein bisschen Osmium. Und hier haben wir eine Kiste. So. Nehmen wir mal zurück. Machen wir uns wieder leer. Tatsächlich sind wir hier in die Höhle noch nicht so weit vollkommen, wie ich eigentlich dachte. Kein Problem, wir können dann gleich hier noch uns die Station da angucken. Das Wrack. Schauen wir, was wir da Schönes finden. Hallo Dino, ich grüße dich. So. Springen wir einmal zurück, machen uns leer und dann geht es tatsächlich wieder zurück. Dann gucken wir mal, ob wir an der anderen Abschutzstelle da von dem Wrack, ob wir da noch was finden. Ansonsten machen wir uns voll. Was meinst du? Ach, du meinst den Facecam-Ersatz. Die macht nichts. Die tut keinem was. So, dann schwebe hier raus. Das haben wir hier mit rein. Ein bisschen Eisen. Okay, wir müssen wieder Stäbe herstellen. Wie gesagt, das ist nur ein Facecam-Ersatz. Eigentlich überdeckt das eigentlich fast gar nichts. Das ist hier nur der Handscanner. Und da wird auch nichts drauf eingeblendet. Ja, mein Problem ist mit der Facecam, da arbeite ich quasi gerade dran. Bin mir nur nicht ganz sicher, wie ich es machen möchte, weil ich hier nicht klassisch an einem Computertisch sitze, im Computerstuhl, sondern auf der Couch. Und da ist das ein bisschen schwieriger tatsächlich. Aber wie gesagt, ich arbeite an allem. So, was wollen wir jetzt machen? Jetzt wollen wir was trinken. Sozusagen. Und die Figur ist tatsächlich mir auch nachempfunden. Also es ist tatsächlich ein Comic Art meiner selbst.
Aber wie gesagt, ich passe halt auch schon drauf auf, dass jetzt nicht dadurch irgendwas groß verdeckt wird. Tatsächlich voll. Ich kann, mein innerer Monk kann es auch nicht leiden, da irgendwo Kisten stehen zu lassen. Oder Zeug in den Kisten zu lassen. So, wo war denn unser Sauerstoffraum? Da. Geht sofort weiter. So. Ja, das Problem ist halt, dass ich mitgekriegt habe, dass die Kisten teilweise auch einfach respawnen. Und ich, wenn die abbaue, halt mir das Inventar voll mache mit Eisen. Das Eisen hier sieht auch anders aus, ne? Das andere ist immer blau, da ist rot. Kann natürlich sein, dass sich hier reflektiert von dem ganzen. Wie gesagt, die Kiste, klar, die baue ich halt. Weiß nicht, weil ich habe halt, ich habe die auch mal abgebaut, damit ich wusste, wo ich schon dran war, wo nicht. Aber wie gesagt, irgendwann sind die dann einfach respawned.
weiß nicht, ob das ein Fehler war oder ob das so gewollt war, ich kann es nicht genau sagen. Und darum habe ich die dann irgendwann nicht mehr abgebaut. Und wie gesagt, sie machen halt mit dem Eisen, machst du ja halt unendlich das Inventar voll. Bist du selber auch Planet Crafter, Dino? Oder wie hat es dich hierher verschlagen? So, dann haben wir den Meridian-Stab, also den Uranstab. Das Teil. Kobalt. Großes Wohnmodul, das habe ich gesucht. Das habe ich tatsächlich wirklich gesucht. So, dann kann man jetzt wirklich theoretisch anfangen, ein bisschen umzubauen. Tja, wie fangen wir dann hier am besten an, ohne alles andere wegzureißen? Schwierig. Ich hab frei. Nämlich die ganze Woche.
Kisten machen wir. Dann hier irgendwie nicht drin platziert, ne? War das hier schon immer alles so? Energie läuft. So. Setzen wir durch ein Stückchen weiter weg. So.
So, wir zählen nochmal ins Backup, weil hier wird gleich wieder alle wegreißen. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Passt. Schon Weg. So. Jetzt aber. Genau. 1, 2, 3. You
So, und jetzt müssen wir erstmal wieder Eisen looten. Aber da sollte ja hier noch mehr als genug im Tal sein. Eigentlich erstmal Solarpanels aufs Dach stellen, damit der Strom wieder läuft, damit das Terraforming weitergeht. Mit Stillstand ist dabei eigentlich das Schlechteste, was passieren kann. So, sind wir voll, können wir zurück. Zwei Solarpanels sollten ja locker die Windkraftwerke unten ersetzen. So, was brauchen wir für so ein Ding? Für so ein Solarteil? 4 Stück für mal Kobalt. Hammer. 2x Alu. Haben wir auch. Zweimal Silizium und zweimal Magnesium. Einmal. Und haben wir. Und zweimal Eisen.
müsste alles wieder laufen. Genau, die Bohrer drehen auch wieder. Perfekt. Dann können wir jetzt hier draußen noch ein wenig weiter die Plattform setzen. Dazu. Ich habe schon Überschuss noch was, genau. Die Zeit sehr bescheiden. Ich erinnere mich, dass ich damals, glaube ich, auch so Probleme hatte. Immer mit dem ersten Setzen. Ich glaube, ich 20 Mal abgebaut und aufgebaut. Scheiße, wir lassen es jetzt so. Thank you.
sind wir wieder leer. Können erstmal losziehen und noch Eisen sammeln. Und bei Gelegenheit müssen wir dann noch wieder Titanen nachholen. Aber jetzt erstmal haben wir noch ein bisschen was. COD spiele ich nicht, nein. Tatsächlich eine gute Tour, die so random in der Walachei rumlag. Okay, das wird voll. So, Schiff wird es knapp. Aber ist ja kein Problem, wir haben jetzt überhaupt immer noch diese Reserveflaschen bei.
Oh, das kann ich dir nicht sagen. Also mal ab einer bestimmten Stufe, ab einer bestimmten Terraforming-Stufe, fängt das dann an. Aber ich weiß nicht, wie gesagt, es ist über ein Jahr her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ich weiß nicht mehr genau, ab wann das war. Aber ich würde sagen, wir sehen es dann einfach. Das, wenn es dann soweit ist, das dauert dann auch ewig, ne? Du siehst dann erstmal nur irgendwo so ganz kleine Pfützen, dann wird es irgendwann immer mehr und immer mehr. Also ich glaube schon, dass du das irgendwann zwischendurch mitkriegst. MTI haben wir schon, also Terraform Index. Ich glaube, es sind Mega Terraforming Index, glaube ich, MTI. Und dann gibt es noch TTI, ist glaube ich Terraforming. Irgendwie so.
So. Eisenfunden aus der Senke hier looten können. Wahrscheinlich mal wieder ein bisschen dann Kobalt looten, damit wir unsere Sauerstoffvorräte ein bisschen auffüllen können. So, viermal noch. Oh, schwupp. Dann haben wir schon das Eisen hier aus der Senke fast alles raus. Das ist gut. Okay, jetzt regnet es wieder mal ein bisschen.
So. Ich würde sagen, dann holen wir jetzt einmal eine Ladung Kobalt.